Wir sind immer noch im Nationalpark. Und wir gehen jetzt langsam, aber stetig den Berg hoch Richtung Funkmast. So. Hier geht's nicht weiter, natürlich nicht. Dann bin ich wohl falsch gelaufen. Logische Schlussfolgerung. Aha. Was erwartet uns hier? Ein harter Aufprall, hätte ich gesagt. Don't tell Lauren about me. CR. Aha. Tja, falls ihr es noch nicht wisst, Lauren, da sind wir. Und hier, CR und Kate haben also etwas vor uns geheim gehalten. Oh, oh, das Gekritzel wird sogar auf die Steine geschmiert. Okay. Kate. Werd nicht wahnsinnig, Kate. Ich bin da. Ich möchte dir helfen. Kate. Oh oh. Oh oh. Slenderman, lass uns Ruhe. Oh oh, wir verbrennen. Slenderman. Fuck. Nimm deine Tentakel weg. Weg hier. Nein. 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 Kinder. Renn. Renn einfach nur durch diesen verbrannten Wald. Weg vom Slenderman. Hier ist der Funkturm. Wir sind ganz nah. Oh, wir sind ganz nah. Boom. Nein, dich lasse ich nicht rein. Das kannst du vergessen. Okay, was ist hier? Was war das? Lass mich einfach nur in Ruhe. Wo bin ich hier? Oh mein Gott, was ist hier passiert? I failed you, I'm so sorry. Oha. Meine Lampe ist tot. Und hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Eine Leiche, verkohlt. Eine Kamera. Kate,
Sind wir hier? Charlie? Was hast du mit mir vor, Charlie? Was hast du mit CR gemacht? Was hast du mit mir vor? Geh von dieser Treppe weg, du! Du Hund! Wer weint hier? Kate? Kate, bist du's? Kate? Weine nicht, Kate. Ich hab dich endlich gefunden. Kate? Wo bist du, Kate? Kate, ich sehe dich nicht. Ich laufe im Kreis, Kate. Versteck dich nicht, Kate. Kate? Oh mein Gott, Kate! Kate war der Chaser. Kate. Tja, Freunde, das war Slender The Arrival. Wie ihr seht, wir haben uns als Lauren auf die Suche nach mehreren vermissten Personen begeben, die alle in die Fänge des Slenderman geraten und verrückt geworden oder umgekommen sind. Und rumschnüffeln und helfen, das mag in diesem Fall nicht die optimale Lösung sein, wenn es um den Slenderman geht. Das Spiel ist manchmal sehr intens, die Atmosphäre ist richtig gut, mir gefallen die verschiedenen Level. Einfach, was man aus diesem Grundprinzip von Lauf durch den Wald und sammel 8 Seiten gemacht hat. Das hier kam, wie gesagt, erst ein Jahr später raus und war so ein riesiger Fortschritt zum Vorgänger. Und es macht einfach Spaß, es ist cool. So ein bisschen die Lore, sagt man ja, also die Handlung, sich zusammenzureimen aus den verschiedenen Schnipseln, die ich jetzt nicht näher gezeigt habe in den Videos, aber wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt, und wie gesagt, wenn ihr wollt, nehme ich mir gerne noch die Zeit, dann kann man da doch einiges Interessantes rausholen, und ich habe es auch versucht, ein bisschen anschaulich rüberzubringen. Es haben definitiv ein Haufen Leute hier dran gearbeitet und sich Mühe gegeben, hier ein tolles, interessantes Spiel draus zu machen. Mich persönlich hat es begeistert. Mittelmäßige bis maximal gute Kritiken hin oder her. Es ist eins meiner Lieblingsspiele und
es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, euch hier ein paar Videos dann entsprechend vorzustellen. Aber eins kann ich euch versprechen, das ist nicht das letzte Video von Slender The Arrival, das ich euch zeigen werde. Eine Kleinigkeit gibt es noch zu sehen und wie gesagt, in die Story-Schnipsel blicke ich auch gerne nochmal zurück. Insgesamt sind es ja 50 Stück, die es zu finden gilt und ich habe auch alle 50 aufgesammelt. Und dann können wir uns im Menü gerne einfach mal kurz Zeit nehmen und ein bisschen über alles drüber schauen. Das waren die Credits. Thank you. Und ja, die Hardcore Difficulty hatte ich bereits. Sonst hätte ich sie jetzt freigeschaltet. Jo, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und lasst euch überraschen, was als nächstes noch folgen wird. Morgen gibt es erstmal wieder was anderes als Slender The Arrival. Und wir sehen uns dann voraussichtlich übermorgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.